Hey Leute, willkommen zurück zu Biomutant. Ohne groß hier Zeit verlieren zu wollen, weil ich es gerne in einem Part machen würde. Eiswürfelchen, Sie haben auf dich gewartet. Nehmen wir die letzte Festung ein. Festung wird für Frieden zwischen ich bin bereit. Beeil dich, Lieber. Die Festung eines Stammes ist ein... Sie haben einen Sturmturm nahe der Festung positioniert. Ein Sturmturm? Komm schon, komm schon. Ich habe keine Zeit hier. Wir werden das jetzt machen. Habe ich den Punkt überhaupt schon markiert? War ich hier schon? Ich habe keine Ahnung. Okay. Warum könntet ihr den nicht näher platzieren? Oh. Komm schon. Oh. Wow. Oh. Was bist du, mein Freund? Was bist du? Aber ich glaube nicht, dass du ein Freund bist. Ach, du bist Bubi. Super effektiv. Dich habe ich im letzten Part einfach übergangen. Ja, dann müssen wir uns doch noch zusammen anfreunden. Komm her. Oh, du hast einen Freund. Oh, ihr Säcke. Zu zwei gegen ein. Ach, wisst ihr was? Ja. Okay, ich habe euren Standpunkt verstanden. Es ist eine Frage der Zeit, meine Freunde. Es ist eine Frage der Zeit. Okay. Ich bin dann mal so frei. Den Psi-Punkt, den habe ich mir ja verdient. Bei aller Eile, den habe ich verdient. Oh. Nee, wartet. Oh, shit. Bumpunke 8K. Oh, shit. Nee, warten. War ich von hier? Kam ich nicht von hier? Doch, ich kam von hier. Deswegen. Natürlich. Ach, der ist innerhalb. Finn und stütze die Drehscheibe. Ein kleines Leuchten. Ein winzig kleines Leuchten, ja. Gut. Ja, das machen wir jetzt. Komm, ach. Kehre zum Sifu zurück. Katzenmetallhelm, ist der besser als unserer? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ja, wobei, okay, vielleicht wäre er besser gewesen. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir ebenfalls mit. Oh, wow, das ging ja schnell. Der Punkt ist, wir haben ja unseren Helm verbessert, von daher... Wäre es schon möglich gewesen, dass es besser gewesen wäre. Aber naja. Hätte, wäre, wenn. Richtig, hätte, wäre, wenn. Wir sind auch so. Die Besten der Besten. Und wir können fliegen. Mit Zolls Koffer. Wir gleiten nur so über unsere Gegner hinweg. Ah, ich lieb's. Es ist einfach die beste Art, sich fortzubewegen. Sorry. Not sorry. Seht ihr hier, das sind sogar Abkürzungen, die wir so nehmen. Ah, perfekt. Einfach perfekt. Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Ist das wirklich Freiheit? Ich hätte gerne mehr Optionen. Da bin ich schon. Das ist keine Freiheit. Gut. Lasst uns die letzte Bastion stürmen. Okay. Ja. Kommt her, oh. Wartet, nee. Das ist so unfair. Ein bisschen was sollt ihr ja auch noch haben. Warum wirfst du es nicht? Wartet. Nee, alles gut. Aber er wirft es nicht. Okay, jetzt wirft es wieder. Kommt alle zusammen. Oh. Wo sind eigentlich meine... Bin ich hier eine One-Man-Show oder bekomme ich noch Unterstützung? Wie sieht der Plan aus? Oh. Sorry. Was willst du? 3 von 5 Rivalen? Ihr seid Rivalen? Okay. 4 von 5. Ja. Sorry.
Ihr habt hier den Ort gewählt. Wenn ihr nicht schwimmen könnt, dann seid ihr selbst schuld. Ah, seid ihr selbst schuld. Brandstifter. Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Das um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Nenn mich Funken. Okay. Also, es Nummer 3. Es brennt heller als das Licht. Oh, ein frischer Morgen. Ein frischer Morgen und ich bin immer noch alleine. Such dir was zum Frühstücken. Ich habe gerade andere Probleme. Okay, meine Freunde, habt ihr gesehen, was ich mit euren Rivalen gemacht habe? Rivalen? Ah, also ob ihr Rivalen wärt. Also ob ihr Rivalen wärt. Oh, ihr steht alles so schön beieinander, ihr kennt es. Ah, es hat noch nicht gereicht. Einer, der erste fiel. Kommt her. Okay. Strom. Ich dachte, da hätte ich... Das hat noch nicht gereicht. Was? Das hat auch nicht gereicht? Okay, das reichte. Zwei. Wo? Was? Könntest du einfach Nummer 3 sein? Irgendwie noch nicht, was? Komm her. Nimm das. Das war Nummer 3. Und... Du hättest Nummer 4 sein können. Du bist komplett bereit. Boah, dann machen wir das so. Ah, Rambockler. Okay, Leute, seid ihr bereit? Das hat sich gelohnt. Ich bin da nicht sicher. Okay. Mit dem Rambockler solltet ihr das Tor aufbrechen können. Ja, also... Machen wir den letzten Sifu fertig. Kurz anklopfen müssen. Knock, knock. Johnny will rein, komm schon. Ich brauche eine Axt. Der Lotusstamm strebt nach einer perfekten Ordnung, wie viele Opfer es auch kosten mag. Sie wollen die Stämme unterwerfen, denn nur so können sie den Frieden garantieren. Tja, mein Lotusfreund. Er hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aus dem Kampf wirst du dich nur schwer herausreden können. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen, Arktisch Fleischerino. Er weiß, was er tun muss. Und genau dieses Wissen besiegt die Angst. Ah. Okay, ich sehe, deine Skills sind da. Oh yes, aber auch ich kann da was. Oh, du steckst ein, mein Freund. Du steckst ein. Komm her. Komm her. Ha! Ah, das sagte er noch. Er hätte Wissen. Was bringt dir dein Wissen gegen meine Faust, mein Freund? Ah, kannst du noch so sehr wissen. Komm her. Ah, das war nicht schlecht. Aber, ja, da musst du. Komm her. Ja. So viel zu deinem Wissen. Ah. So viel zu deinem Wissen. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Tja. Du bestimmst über ihr Schicksal. Doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Ja, das mache ich gerne. Damit habe ich keine Mühe. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Doch er schlägt vor, Gnade walten zu lassen. Sperrt ihn in unsere Festung. Ja, aber dem kannst du nicht trauen, mein Freund. Dem kannst du nicht trauen. Es ist zu deinem Besten. Ich denke dabei an dich. Ihm gefällt deine Denkweise. Euer Gegner soll etwas Zeit bekommen, es sich zu überlegen. Feinde macht man sich schnell. Freunde gewinnt man erst mit der Zeit. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Schritt für Schritt, bis alle ihre Rechte zum Wohle der anderen aufgegeben haben. Durch den gewonnenen Krieg haben sie etwas Großes für den Stamm und die Welt erreicht. Mit der Zeit werden die Stämme ihre Sicht der Dinge verstehen. Wir haben es zusammen geschafft? Nein, ich hab's geschafft. Unsere Sicht der Dinge? Die Vereinigung der Stämme war ein wichtiger Schritt.
Doch wenn du ihnen die helle Seite des Lebens nahebringen willst, musst du den Baum des Lebens retten. Bei eurer ersten Begegnung war die Welt geteilt und voller Furcht. Doch seitdem bist du auf dem Weg zur Wahrheit und Gerechtigkeit ein großes Stück vorangekommen. Obwohl der Stammeskrieg vorbei ist, wird es eine Weile dauern, bis die Stämme wieder zueinander finden. Den Baum des Lebens zu retten, ist eine Aufgabe, die du alleine bewältigen musst. Ich muss alles alleine bewältigen. Du weißt besser als sonst irgendjemand, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Du brauchst eine Welt, in der jeder von seinem Gewissen geleitet wird. Warum? Was sind das für Optionen? Komm schon. Das Schicksal der Welt hängt vom Triumph des Guten ab. Noch steht der Baum des Lebens und es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass es bis zum Ende so bleibt. Klasse. Und jetzt kommt noch was oder? Oh, hi. Alle für ein. Einer für alle. Hoch die Pfoten. Ja, das gefällt mir. Das finde ich super. Sehr schön. Arbeitet zusammen, meine Freunde. Arbeitet zusammen. Diese Choreografie. Dafür hat es sich gelohnt. Alle auf mein Kommando. Ah. Yes! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben alle Tierchen vereint. Der Stammeskrieg ist abgeschlossen. Wir holen jetzt noch die letzte Stammeswaffe, die Wurfsterne. Es ist der Lotus-Shuriken. Shuriken. Yes! Das war gerade nicht dein Magen. Was denn? Neues Wung Fu. Nice! Okay. Sehr schön. Wo sind sie? Wo haben wir die? Hier. Nice. Ja, das sieht doch klasse aus. Das sieht doch klasse aus. Also, was steht als nächstes auf dem Plan? Jetzt waren wir. Wir waren viel zu schnell. Ah, okay. Die Lotusfestung haben wir eingenommen. Gut. Okay. Ja, das ist so muss das aussehen. Haben wir hier den hier, wir könnten zu Steinal zurück. Was haben wir hier noch alles? Sperrkästen. Terragloben. Alte Welttresor. Der Lotusanführer. Suche Morg auf. Mekton-Rack-Kisten. Ha! Beim Mekton, da haben wir, da könnten wir wirklich auch mal noch weitermachen. Dann haben wir hier noch was. Alte Weltwissen. Und hier. Alte Weltlager. Okay. Was ist der Plan? Wollen wir hier noch kurz den Tresor holen? Kehren wir kurz zu Noko zurück, dann haben wir den Tresor auch noch, den letzten. Nachdem wir hier alle vereint haben. Was jetzt natürlich klasse wäre, wenn ich keine Gegner mehr hätte. Also ich nehme an, ich werde keine Konfrontation mehr mit diesen Tierchen haben, da jetzt alle unter einem Stamm sind. Alle vereint. Was hier natürlich spannend ist, ist, dass sie alle für eine, wie soll ich sagen, eine Einstellung
vereint wurden, weil sie alle entweder die Welt retten oder sie untergehen lassen wollen. Faszinierend. Nicht ein wie altes Haus, das noch steht. Bei uns in der Menschheit, wo die Leute wegen religiöser Ansichten sterben. Was willst du? Was sind das, die Schuriken? Ah. Die machen ja so gut keinen Schaden, wisst ihr was? Wisst ihr was? Lasst euch einfach Sorry. Ja. Ah, das ist doch. Komm her, Großer. Wo versteckst du dich? Hier. Kaboom! Ausgelöscht. Ja, da siehst du alt aus hier drin. Da hast du dich selbst. Geh da mal aus dem Weg. Und wieder zurück zu dir. Okay. Das war jetzt reichlich unspektakulär. Das mag sein. Okay, wartet. Hier gibt's noch Pass einen Bio. Pass auf, dass du über nichts stolperst. Was haben wir hier alles? Nur. Okay. Klasse. Die Kurbeln müssen in der richtigen Reihenfolge entdreht werden. Yes. Okay, Gleitschneider wow, nehmen wir mit. Ein Glücksfund. Oh. Sperrkasten, ultimativ, radioaktiv und natürlich, was ist er? Schmettern. Wie immer. Oh. Okay. Damit haben wir auch alle Sperrkästen. Es ist super. Natürlich war es wieder eine Schmetterwaffe. Hier ist der letzte Terraglob. Nehmen wir den auch gleich noch mit. Weil wir da vermutlich auch wieder was zum Schmettern erhalten. Oh, sind wir da auch schneller mit? Ja, wahrscheinlich, komm. Wahrscheinlich sind wir da schneller. Nicht, dass wir noch Eile hätten, weil grundsätzlich haben wir in dem Part schon ziemlich performt. Was ist hier der beste Weg? Hier und dann hier hoch. Ich habe den markiert, richtig? Den habe ich markiert. Gut, dann würde ich sagen, hier, Schnellreise hierher. Schnellreise hierher und dann nähern wir uns langsam den letzten Missionen. Ich glaube, sehr, sehr lange wird das Spiel vermutlich nicht mehr dauern, weil ich habe jetzt noch zwei Weltenfresser. Zwei Weltenfresser und dann Dudley Dock. Dudley Dock. Okay, komm schon. Renn, mein Freund, renn. Zum letzten Terra-Ding. Terra-Globus. Oh, hatte ich nicht mit denen jedes Mal so Mühe? Ah, das wird mir ja was. Ja, komm. Ach. Was soll der Quatsch? Was haben wir hier noch? Das sind ziemlich steinige Bergkämme. Das da ist eine waschechte Bruchbude. Aber noch kein hoffnungsloser Fall. Aus diesem Metall kannst du bestimmt was Schickes anfertigen. Das ist die Frage. Wartet, ich will erst kurz den Bioblob-Punkt. Der ist, ja gut, sind die nicht jeweils im Keller? Dass es keine überragende Beute gibt. Wartet, gibt es überhaupt einen? Ja, es gibt einen Keller. Es gibt einen Keller, ja. Und es gibt reichlich Beute, aber eben, ja, es ist halt nichts über. Wollen wir? Nach. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, weil wir brauchen ja echt nichts mehr. Komm. Ein bisschen Tempo dürfen wir schon. Du musst den Globus drehen. Oh ja, shit, ich hab doch keine Ahnung mehr. Welcher ist das? Das. Ist so. Stimmt das? Ja, okay. Yes, oh, Gott sei Dank. Oh, ich sehe, warum ich immer verwirrt war. Yes!
Terra Globus, ultimativ Explosionsbrecher. Und was ist es? Sagt es, was ist es? Es ist Schmetternd. Natürlich. Natürlich. Was haben wir hier alles? Das ist auch wieder radioaktiv. Okay, wisst ihr was? Da bauen wir was. Das sah gut aus. Ausrüstung. Herstellen. Haupthand. Neu. Hier. Den haben wir. Und was wir dafür nicht mehr brauchen. Ja, der. Unsere Badenwaffen. Ja, komm, den Kleidernässer. Ah, ne, modifizieren, das wollte ich nicht. Zerlegen, das wollte ich. Ja. Okay. Herstellen. Ah. Ich war wieder verwirrt. Okay. Neu. Nahkampf. Okay. Kleidernässer. Terra Globus. Was ist... Ah, hier kann ich keine Zusatzteile anbringen. Ja, egal, komm. Sieht gut aus. Heft. Strick. Nehmen wir. Wartet. Ja, Strick. Herstellen. Ja, der sieht gut aus. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Der sieht echt gut aus. Okay. Habe ich den jetzt in meiner Schnellauswahl? Arsch. Ja. Gut. Dann haben wir noch eine neue Waffe, mit der wir ein paar Schädel zerschmettern können. Was wir natürlich nicht tun, weil wir ja sehr, sehr liebenswert sind. Dann würde ich sagen, im nächsten Part begeben wir uns wieder hier. Seht es euch an. Die eroberte Welt. Dann können wir hier mal zu Alti zurück. Steini? Alti? Ja, ja auch immer. Cool. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben noch immer einen Platz in der Arche. Da bin ich mir noch nicht sicher, wer den erhalten soll. Altes Dorf. Ziegelstadt. Hier, weit nicht hier, Gizmo. Glibbo. Na, ich nehme einfach Jizzy mit. Jizzy, der kann reparieren. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich darf euch im nächsten Part wieder begrüßen, wenn wir zum Endsport ansetzen, hier im Biomutant. Bis dahin und tschüss.